Unsere Gäste haben sich heute hoffentlich kühl angezogen, denn gleich wird es für sie so richtig heiß. Liebe Spice-Fans, herzlich willkommen zu Spice Up, der verflucht scharfen Quizshow. Heute erleben wir zwei österreichische TikToker einmal von einer ganz anderen Seite. Für sie wird es heute so richtig scharf. Wir haben sie zu uns ins Studio eingeladen und testen ihr Wissen rund um Schärfe. Das ist aber noch nicht alles. Ich hoffe für die beiden, dass sie die richtigen Antworten parat haben. Denn falsche Antworten bedeuten Kostproben der etwas anderen Art und die haben es ganz schön in sich. Ich sag nur, schärfer geht immer. Unter anderem stellt sich dieser Herausforderung ein TikToker, der vor allem für seine Pranks und Comedy-Videos bekannt ist. 5 Euro für jeden Charakter, den du erkennst. Von... Scheiße, Digga. Slide. Da ist noch... Letzte Nachricht an deinen Ex. Ich will ihn nicht beleidigen. Das hat er nicht... Alkohol hat er verdient, aber will ich nicht. 10 Euro für jeden Zahn. Du kannst jederzeit aufhören. Wenn er zuschaut, kriegst du nichts. Einverstanden. Danke für 200.000 Follower. Ich habe mir alles gekauft, was Wish mir vorgeschlagen hat. Bin nicht da. Das ist cool. Ich bin mir nicht 100% sicher, was da drin ist. Wenn er zuschaut, kriegst du nichts. Du kannst jederzeit aufhören. Begrüßt mit mir im Studio Ray, auch bekannt unter RayTV. Hi. Hallo Ray. Hi. Cool, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, schön, dass du da bist. 209.000 Followerinnen und Follower. Ziemlich aktuell. Ja, mittlerweile auf TikTok. Hab heute noch nachgeschaut. Richtig. Ich glaube, von gestern auf heute ist es noch so rübergesprungen. Richtig. Wie bist du denn überhaupt zu TikTok gekommen? Das ist eine interessante Frage. Also die Geschichte war so, dass meine Freunde mir immer erzählt haben, dass ich ziemlich lustig bin. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich wirklich lustig bin, dann kann ich auf einer Plattform, wo es darum geht, lustig zu sein, erfolgreich sein. Ehe, dass du dich versiehst, bist du ein TikToker. Und woher nimmst du dann immer so die Ideen? Weil du hast ja viele Challenges, Pranks, da ist ja immer neuer Content. Wie? Ja, also ich selber suche meine Inspiration nicht auf TikTok. Also ich schaue eigentlich gar keine Videos. Die einzige Zeit, wo ich auf TikTok bin, ist, wenn ich mein Video hochlade. Also meistens in der Dusche. Ja, Schärfe spielt auf deinem Kanal ja eigentlich gar keine Rolle. Du weißt, es wird für dich aber heute ganz schön scharf. Wie nervös bist du da auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, eigentlich nicht so sehr. Ich liebe scharfes Essen. Und eigentlich freue ich mich schon drauf und bin sehr gespannt, wie das heute hier wird. Wir sind auch gespannt und deshalb schauen wir uns jetzt einmal an, wer dein Gegner ist. Der eine oder die andere kennt ihn sicher von seinem Busfahrer-Content auf TikTok. Good morning in the morning. So, jetzt kommt die Auflösung, was ich von den Verwandten zu Weihnachten gekriegt habe. Let's go. Riese Kleinen, ich bin heute mit der Kathi aufs Salzstegl auf, Ski eingewachsen, auf die Ski und dann ist schon los. Herzlich willkommen, Marcel, auch bekannt als Da Vinci. Servus, hallo, grüß dich. Hallo, hi. Marcel. Grüß dich, servus. Schön, dass du da bist, heute extra aus der Steiermark. Ja, freut mich extremst. Angereist. 132.000 Followerinnen und Follower hast du da mittlerweile auf TikTok. Die auf TikTok kommen, ja. Ja, die da deinen Alltag verfolgen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, deine TikTok-Karriere zu starten? Ja, alles hat angefangen mit dem, dass mir damals 2019 nicht so gut gegangen ist. War für mich eine Ablenkung. Ja, dass das einmal so einen Auslauf nimmt und dass das einmal meine Influencer-Leidenschaft wird, hätte man nicht gedacht damals. Wie schaut das heute aus? Wie oft passiert es dir, weil du bist ja eigentlich Busfahrer, dass jemand einsteigt und ein Foto mit dir machen will? Ja, am Anfang war es natürlich ganz schlimm. Mittlerweile kennen mich die Kinder in den Gebieten, wo ich fahre. Aber ich sage so, auch wenn ich mit dem Bus fahre, fahren allein am Steuer bin ich nie, weil die Kinder sind immer dabei. Auch du weißt, dass es heute ganz schön scharf für dich wird. Wie schaut es aus auf einer Skala von 1 bis 10? Wie angespannt bist du da schon? Möchte ich die Show überleben. Dann sind wir mal gespannt, wer am Ende als Sieger von Spice Up der verflucht scharfen Quizshow nach Hause geht. Und ich würde sagen, ich starte gleich einmal los und erkläre euch noch einmal die Spielregeln. Also, wir haben 6 Quizfragen rund um das Thema Schärfe für euch zusammengesucht, die ihr abwechselnd beantworten müsst.
Pro Frage gibt es einen richtigen Punkt. Das bedeutet, ist die Frage, die Antwort richtig, bekommt ihr den Punkt und euer Gegenüber muss als Challenge eine scharfe Kostprobe zu sich nehmen. Antwortet ihr aber falsch, bekommt das Gegenüber den Punkt und ihr müsst euch selbst dieser Challenge stellen. Die Lebensmittel stehen da hinten bereit. Um welche scharfe Soße es sich genau handelt, das erfahrt ihr immer erst kurz vor der jeweiligen Frage. Aber ich kann schon mal verraten, die Schärfe, die wird von Runde zu Runde schärfer. Am Ende gewinnt dann natürlich die Person, die die meisten Punkte gesammelt hat. Alles klar soweit? Alles klar soweit. Sehr gut. Dann Achtung, wir haben uns nämlich noch etwas überlegt, das den ganzen Punktestand so richtig auf den Kopf stellen kann. Ihr habt im Vorhinein beide zwei Videos aufgenommen, da haben wir euch darum gebeten. Jetzt ist der Moment, dass ihr bitte euer Handy herausnehmt. Ich verrate euch wofür. Ihr dürft das Video jetzt nämlich auf TikTok posten und am Ende werden wir uns dann anschauen, welches Video die meisten Likes gesammelt hat. Dafür gibt es noch einmal doppelte Punkte. Also, liebe Spice-Fans, ja, ihr dürft schon einmal hochladen. Und liebe Spice-Fans, das ist jetzt euer Moment. Ihr könnt einfach auf TikTok gehen und für euer liebstes Video entweder von Ray oder von Marcel abstimmen. Ihr müsst nicht mehr anrufen wie früher. Nein, wir haben 2023. Einfach auf TikTok gehen und abstimmen. Wir haben 2023. Genau, der TikTok-Trend, der passt da auch gut dazu. Ich habe mir ein ganz spezielles Video ausgesucht. Also ich glaube nicht, dass du eine Chance gegen mich hast. Ich bin so, wie ich bin. Und die Likes... Sind dir egal? Sind mir egal. Alles klar. Okay, das wird spannend. Spannend wird es jetzt auch, wer beginnen darf. Ich würde sagen, ihr dürft einmal Schere, Stein, Papier spielen. Wer beginnt? Ich werde Schere nehmen, ja. Schere, Stein, Papier. Okay. Sehr gut, Marcel. Das bedeutet, du darfst anfangen. Und ich hole gleich einmal die erste scharfe Kostprobe. Ausgetrickst. Das darfst du beginnen. Ja, die Frage ist, ob es ein Vorteil ist. Es steigert sich die Schärfe, also wahrscheinlich ja. Und als erstes haben wir für dich die Ketchup-Jalapeno-Soße. Sagt euch Scoville was? Was ist denn das? Ist der Schärfegrad. Okay. Also in dem wird der Schärfegrad gemessen. Genau, da wird der Schärfegrad gemessen, um genau zu sein, wie viel Capsaicin, wie viel Schärfestoff drinnen ist. Und den steigern wir so langsam. Deshalb jetzt haben wir noch Schärfestufe 1 von 6. Also hoffentlich ist das gut machbar. Bist du bereit für die erste Frage? Ja. Sehr gut. Wie viel Scoville, denkst du, hat die schärfste Chili der Welt? Sind das 1,5 Millionen? 2,2 Millionen oder 3,7 Millionen? Ich nehme das höchste, 3,7. 3,7, okay, bist du sicher? Ja. Okay, wir loggen 3,7 Millionen ein. Und 3,7 ist leider falsch. Es wären 2,2 Millionen gewesen. Ja, seit November 2013 hält nämlich die Smoking Ads Carolina Reaper den Weltrekord der schärfsten Chili der Welt. Das ist schon recht lange, denn davor hat sich das fast jährlich abgewechselt, wer da die schärfste Chili ist. Ich hab's ja nicht da, gell? Kommt dann noch vor in den Soßen, aber okay. pure Carolina Reaper haben wir nicht da. Das bedeutet, dass du jetzt hier diese Soße verkosten muss. Ganz kurz noch, bevor du das machst. Hier hinten ist unser Milk Corner. Also wenn es dir zu scharf wird oder später auch dir zu scharf wird, ihr könnt jederzeit zurückgehen und die Schärfe mit Milch ein bisschen ablöschen. Das ist der Walk of Shame. Mhm. Ja. Du warst kürzer wie ich. Aber du hast den Blick drauf, ich sag's dir noch. Okay. Genau, wir haben schon vorportioniert, also das wäre so deine Portion. Aber kost einfach mal, wie es für dich ausschaut. Wie riecht's? Scharf. Ja, dann Mahlzeit, oder? Ja, lass es dir. Muss ich alles schmecken. Nehmen? Im besten Fall ja, aber du kannst dir mal vorkosten hier. Ja, komm, da steht Ketchup drauf. Also. Komm. Ketchup Jalapeno. Ja. Und? Das ist gar nichts. Wie ist es geschmacklich? Was ist das Sehr für die gut. Note? Würde ich mal kaufen. Würdest du kaufen? Mhm. Mach's Sehr gut. Dann schauen wir mal an, was du vielleicht, je nachdem, zur nächsten Soße sagst. Die hole ich, dann darf ich das gleich wieder mitnehmen. Und nehme die nächste. Sagst du nicht gefrühstückt, gell? Jetzt haben wir eine Curry-Spicy-Soße.
Esst ihr gern Curry? Was ist so euer Lieblingsessen? Kommt auf an, so McDonald's Curry geht, alle anderen eher nicht. Also meinst du Curry-Gerichte oder Curry-Sauce? Mm, ich habe Gericht gemeint, aber gerne auch Soße. Ja, Curry-Gerichte auf jeden Fall, ja. Okay. Nee, gar nicht eigentlich. Also, das Schärfste, was ist, ist eigentlich Senf und Creme. So Schnitzelsemmel. Okay, dann könnte es heute bis Schärfestufe 6 noch interessant werden. Vielleicht musst du ja auch gleich die nochmal essen, aber ich würde dir jetzt einfach mal die nächste Frage stellen. Wir haben schon über Scoville geredet. Mhm. Weißt du denn, wie weit die Scoville-Skala reicht? Das ist eine gute Frage. Du kriegst auch 3 Antwortmöglichkeiten von mir. Ist es bis 3 Millionen, bis 16 Millionen oder sogar bis 1 Milliarde? Oh, es ist definitiv A, 3 Millionen. Bis 3 Millionen, ja. Nummer A. Definitiv? Ich bin mir sicher. Dann loggen wir 3 Millionen ein. Und es ist leider falsch. Wirklich? Ja, es wären 16 Millionen gewesen. Okay. Also Schärfegrad 0 bedeutet, es ist einfach gar keine Schärfe vorhanden. Und 16 Millionen, das wäre reinstes Capsaicin, also wirklich purer Scharfmacher. Was schätzt ihr, wie viel hat so eine normale Paprika? So Scoville-Skala 0 bis 16 Millionen? 30, 100. Null? Ja, es war schon ganz gut. Es sind tatsächlich nur 0 bis 10, also es ist relativ wenig. Und 100 bis 500, das wäre dann schon eine Peperoni. Also es geht relativ schnell, dass sich's da steigert. Und apropos scharf, bevor du probieren darfst, noch eine Zwischenfrage. Weil TikTok, muss man ja auch sagen, steht immer wieder scharf in Kritik. Wenn es da um Datenschutz ein bisschen geht, auch Einflussnahme der Regierung. Wie steht ihr da dazu? Seht ihr das auch ein bisschen kritisch? Also Ray, du zum Beispiel? Also bei mir ist es so, ich sehe meine Aufgabe darin, Content zu produzieren. Über alles andere mache ich mir da eher weniger Gedanken. Wie gesagt, ich produziere meine Videos, die können dann die Leute schauen oder auch nicht schauen. Aber ich mache mir da jetzt nicht aus Regierungssicht irgendwelche Gedanken darüber, dass Leute gebrainwashed werden oder so. Wie siehst du das? Für mich ist das eigentlich kein Thema, weil ich bin Person des öffentlichen Lebens. Ich präsentiere mein komplettes Leben vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Also für mich ist das nonstop. Völlig egal. Okay. Ja, dazu werden wir auf jeden Fall nachher auch noch mehr sehen zu euren TikTok-Accounts. Aber jetzt heißt es einmal, wir dürfen hier das Ganze zu dir drehen. Guten Appetit. Danke, ich bin gespannt. Ja, im Notfall, unser Milk Corner steht auf jeden Fall bereit. Ist gut. Ist gut. Mhm, will ich mir auch kaufen. Willst du kaufen? Spürst du da schon die Schärfe oder? Nein, ich bin abgehärtet. Okay, also nachnehmen ist natürlich jederzeit erlaubt, aber wie gesagt, wir steigern uns noch. Ist gut. Ist gut? Ich freue mich auf den Rest. Dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Soße. Ja, es wird immer schärfer, Schärfegrad Nummer 3. Jetzt die Spicy Cayenne Hot Sauce. Jetzt gehen wir schon zu den heißen Soßen, zu den Hot Sauces über. Und diese Frage richtet sich wieder an dich. Welches Land ist das Mutterland der Chili? Ist das Mexiko? Ist das Indien? Oder ist das Thailand? Eindeutig Mexiko. Mexiko, bist du dir sicher? Also, ich schaue gern D-Max und da kommen solche Sachen sehr oft von Mexiko her. Also, ich denke mal ja. Dann loggen wir Mexiko ein. Und gratuliere, Mexiko ist richtig. Und dann soll man noch sagen, Fernseher bildet nicht. Absolut. Genau, Chilis haben ihren Ursprung nämlich am amerikanischen Kontinent. Die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner haben schon vor 8000 vor Christus Wildformen gepflückt. Und als sie dann sesshaft geworden sind, ja, dann haben sie als erstes gleich einmal die Chilis angebaut. Tja, du hast richtig geantwortet. Das bedeutet, wir drehen die scharfe Soße mit Schärfegrad 3 direkt zu dir. Was ist das in Scoville? Boah, Scoville ist hier jetzt nicht angegeben. Wir haben es nur mit den Schärfestufen hier skaliert. Aber von Cayenne Chili sind 51% drinnen. Also? Also das ist schon schärfer. Schon schärfer? Mhm. Schon so Stufe, ich brauche Milch oder noch so alles im grünen Bereich? Nein, noch alles im grünen Bereich. Okay. Aber ich frage mich, was ihm passieren wird. Weil der Sprung von 2 auf 3 ist schon wesentlich. Echt? Ja, und die Sprünge wären auch immer größer. Die Farbschau da irgendwie eigenartig aus. Ja. Ja, wir werden dann auf jeden Fall sehen, wie die anderen so ausschauen. Jetzt habt ihr euch aber mal eine kleine Schärfepause verdient. Ray, ich habe es am Anfang schon erwähnt, du bringst die Leute gerne zum Schmunzeln. Deshalb werden wir uns jetzt einmal anschauen, was du, Ray, so auf deinem Kanal machst und freuen uns auf eine Erklärung über deinen TikTok-Account. Heute mit ein bisschen Schärfe-Intos. Viel Spaß!
10 Euro What's in the Box Challenge. Was glaubst du, ist in der Box? 20 Euro für jede Filmszene, die du erkennst. 1 bis 10, wie würdest du dich selber raten? Schon so, also... Hey Leute, was geht? Ich bin's Ray. Wie vorher schon erwähnt, habe ich mit TikTok begonnen, weil meine Freunde mir gesagt haben, dass ich lustig bin. Und das habe ich auf TikTok unter Beweis gestellt. Aber so richtig ging's los bei meinem allerersten Video, als ich das gepostet habe. Das hat 400 Aufrufe bekommen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war einfach nur, wer sind diese 400 Leute? Ja, ich habe da einfach einen Kredibilitätsvorschuss bekommen. Und da habe ich das Potenzial einfach in TikTok gesehen, habe weiter Videos gepostet. Und den ersten großen Durchbruch habe ich dann gemacht mit meinem Video, was 12,4 Millionen Aufrufe bekommen hat. Und das hat mich so richtig gehuckt und hat mir den Motivationsschub gegeben, einfach weiterzumachen. Und dann habe ich das Ganze genommen und bin auf die Straße gegangen, weil ich einfach gesagt habe, dass ich gerne mit Leuten zu tun haben will. Und das habe ich gemacht und damit begeistere ich ein Millionenpublikum. Und wir sehen uns auf TikTok. Ihr habt euch beide ganz schön ins Zeug gelegt. Aber Marcel, du warst einen Deut besser. Es steht 2-1 für dich, also einen Punkt bist du vorne. Das kann sich aber gleich noch ändern. Deshalb würde ich sagen, wir machen gleich weiter mit den nächsten Quizfragen. Wie schaut's aus? Seid ihr ready, nochmal alles für den Sieg zu geben? Ja, natürlich. Wenn ich die Show überleben will, schon, ja. Seid ihr sonst auch ehrgeizig so bei Gesellschaftsspielen oder ist eher egal? Ich glaube, um TikToker zu sein, muss man ehrgeizig sein, weil man muss sich gegenüber anderen und sehr vielen anderen durchsetzen und da muss man einfach dranbleiben, oder? Ja, schon. Wenn du Influencer bist, du musst immer am Ball bleiben, weil sonst läuft das nicht. Aber ihr habt es schon angesprochen, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen ehrgeizig zu sein, denn es geht ja um die scharfen Soßen, die da immer schärfer werden. Als nächstes wieder eine Hot Sauce. Ich kann kein Spanisch, glaube ich. Kann er Spanisch? Rojo Infernale? Also ich hatte 5 Jahre Italienisch, aber ich traue mich nicht, meine Italienischlehrerin, wenn du das siehst. Ich kann nicht mal mehr ein Wort. Aber schaut auf jeden Fall scharf aus, würde ich sagen. Spaniol, oder? Sag mal. Spaniol? Spanisch? Ja, das kann hinkommen, glaube ich. Da flimmert was. Frage Nummer 4 richtet sich wieder an dich, Ray. Also gut zuhören, die Antwortmöglichkeiten sind jetzt ein bisschen länger. Okay. Welche Geschmacksrichtungen gibt es? Gibt es süß, sauer, salzig, scharf und umami? Okay. Oder süß, sauer, salzig, bitter und scharf? Oder ist das süß, sauer, salzig, bitter und umami? Also ich wiederhole es nochmal. Ja, bitte. Süß, sauer und salzig ist immer dabei. Okay. Dann ist es einmal scharf und umami oder bitter und scharf oder bitter und umami. Okay. Also ich bin Legastheniker, das bedeutet, es ist gut, dass du es nochmal wiederholt hast, aber ich würde sagen, es ist B. Bitter und scharf? Ja, genau. Okay, dann loggen wir B ein. Und es ist leider falsch, es wäre nämlich bitter und umami gewesen. Okay. Umami, habt ihr eine Idee, was das bedeuten kann? Habt ihr schon mal gehört? Nein. Irgendeine Idee? Okay, dann verrate ich es euch. Umami ist nämlich japanisch und bedeutet so viel wie herzhaft, wohlschmeckend. Also hat nicht wirklich eine einheitliche Übersetzung. Aber wenn ihr so an einen vollmundigen Geschmack denkt, wie Pilze oder Käse zum Beispiel, so in die Richtung geht Umami dann. Okay. Ich war 3 Wochen in Japan. Vielleicht hätte ich besser aufbauen können. Aber auf der anderen Seite, die haben auch japanisch mit mir gesprochen. Also ich weiß nicht, wie viel ich da mitnehmen hätte können. Na dann... Schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut. Okay. Du darfst wieder probieren. Ich sehe schon, da ist schon viel weniger drinnen. Ja. Also, ihr warnt mich da schon vor. Ja, Schärfe Stufe 4, also... Ja, das ist scharf. Ist scharf? Ja. So Milchholen scharf oder so? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlt sich diese Schärfe... Oder wie intensiv 5. ist diese Schärfe? 5. Okay, noch eine solide 5. Ist gut. Was bei dir 5 ist, ist bei mir vielleicht eine 10. Das werden wir jetzt gleich so gleich sehen, denn als nächstes wartet auch schon die Soße mit, kaum erwarten, wirklich. Mit Stufe 5. Und die heißt schon Devil's Choice Hot Sauce. Also, es wird schon heiß hier erinnern, oder? So schön langsam. Bisschen. Frage Nummer 5. Auch wenn es heute tausende Chilischoten gibt, stammen doch alle Chili-Pflanzen von nur wie vielen ursprünglichen Mutterpflanzen ab? Sind das 5? Sind das 20?
oder sind das 37? Wie viele ursprüngliche Pflanzen gibt es da? Denk scharf nach, ja. Da war gut. Ich würde sagen 37. 37? Ja. Okay, wir loggen ein. Und es ist leider falsch. Es sind nämlich nur 5. Ah, ich hab schon studiert. Es sind nur 5. Das war 37, das hat sich so studiert angehört. Gell? Also, ja. Genau, Chilis haben nämlich nach der Entdeckung Amerikas den Siegeszug um die ganze Welt angetreten. Heute gibt es über 3000 Sorten und es kommen auch immer wieder neue dazu, weil sie sich sehr einfach kreuzen lassen. Trotzdem, ursprünglich gibt es nur 5 Muttersorten. Das bedeutet, wir drehen hier einmal weiter zu dir. Stufe 5, das wird spannend. Und an dieser Stelle auf jeden Fall auch einmal Danke an Fireland Foods aus St. Pölten. Die haben uns nämlich die ganzen Soßen zur Verfügung gestellt. Und unter anderem auch diese mit mittlerweile 57% Chili. Also lass es dir schmecken. Dann probieren wir es heute einmal. Ja, die Wedges helfen hoffentlich zumindest so ein bisschen. Und? Es muss wirken. Okay. Ihr wirkt beide noch erstaunlich entspannt, muss ich sagen. Bei mir bin ich mir nicht sicher. Na? Er hat schon seit längerem nichts gesagt. Ich sag so, es ist okay. Es ist okay? Man merkt, es ist scharf, aber ein bisschen wie krank angeschlagen, aber sonst alles in Ordnung. Ihr haltet euch wirklich gut, muss ich sagen. Okay. Und somit sind wir auch bereit für die letzte Frage. Schauen wir mal, was da jetzt auf euch wartet. Das kannst du zugeben. Nein, es ist wirklich in Ordnung. Ja? Mhm. Du scheinst ein bisschen Nein, da drinnen in den Augen zu haben. Es ist schwer mit reden, aber es ist in Ordnung. Du hast drinnen in den Augen. Hey, es ist keine Schande, wenn du darüber gehst. Ich sag's dir nur. Also genug Milch haben wir auf jeden Fall. Und vielleicht ist das jetzt wirklich notwendig. Denn da gehst du jetzt noch. Können wir sehen. Es kommt drauf an. Es geht um die End of Sanity Hot Sauce. Ich sag nur, wir haben schon gehört, die schärfste Chili der Welt, die Carolina Reaper, die ist da drinnen. Und zwar sind da 35% Carolina Reaper mitunter. Also, bist du bereit, Ray? Die Frage geht wieder bereit, an dich. Bereit geboren. Jetzt wird es tierisch. Welche der folgenden Tiere empfinden denn keine Schärfe? Sind das Waschbären? Sind das Jaguare? Oder sind das Vögel? Also, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie sie das herausgefunden haben. Das haben wir uns in der Recherche auch schon gefragt. Weil, wie willst du einen Vogel fragen, hey, ist das scharf für dich? Also es war Vogel. Genau, Jaguar und Waschbär. Wer empfindet keine Schärfe? Okay, dann würde ich mal sagen, es ist der Vogel. Der Vogel? Ja. Okay, bist du dir sicher? Sicher bin ich mir nicht, aber ich denke mir, die haben einen Schnabel und nicht so wirklich einen Mund, wo, also, ja. Dann loggen wir Vogel einmal ein. Und du hast Glück, es ist richtig. Wenn es darauf ankommt, performen. Ja, ja. Ihr macht es wirklich spannend. Du kaufst jetzt einen Vogel, hast du mich verstanden? Wenn ich das nicht überlebe. Auf jeden Fall gibt es einen Unterschied zum Menschen bei den Rezeptoren. Kurz genau. gesagt, die sind einfach unempfindlich für dieses Capsaicin, für diesen Schärfestoff und deshalb empfinden sie keine Schärfe. Also ich bin nicht eifersüchtig auf dich. Glaube ich aufs Wort. Du wirkst fast, als ob du dich ein bisschen freust. Ja, genau, darfst du mal, zu deinem Gegner drehen. 12 von 12. Das heißt, das ist das Maximum. Mhm. Ja. 100%. Okay, mir hilft ja nichts. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt in dieser Position bin und hier nicht probieren muss. Sind wir mal gespannt. Ich muss noch eh nicht mehr reden, oder? Wäre ganz gut. Aber im Notfall, unser Milk Corner da hinten wird dir helfen. Um Mahlzeit. Ich bin gespannt. Okay, es wird hier schon ein bisschen ruhiger. Okay, das war's. Ich probiere auch. Ist das in Ordnung? Natürlich, so viel ihr wollt. Die Soßen, solange was da ist, dürft ihr gerne nehmen. Ihr macht das ja wirklich spannend hier.
Die Schärfe kommt langsam. Schärfe kommt langsam. Ja? Mhm. Okay. Aber es ist in Ordnung. War nicht so schlimm. Da war die vorige schlimmer, finde ich. Wirklich? Mhm. Ja. Gar nicht so schlimm. Ja, ich habe da noch nicht wirklich einen Geschmack da. Also ihr dürft gerne so viel essen. Ihr wollt es auch noch mal probieren? Danke, ich bin jetzt so der scharfe Typ. Nicht so der? Nein. Was isst du sonst gern? Käse eher süß. Süß? Germknödel und so. Oh ja? Ist gut, ja. Ist gut? Mir ist eine Vanillesauce lieber, also. Wie schaut es schärfemäßig aus? Hast du ihn doch ordentlich genommen? Nein, das ist okay. Du schwitzt. Ja, ich schwitze. Aber ich finde es okay. Du schwitzt, aber ich glaube, du bist schon Schärfe gewöhnt. Kann ja, das sein? Ein bisschen, ja. Aber es ist lecker. Willst du noch? Sonst esse ich das hier. Ja. Danke, ich kann es gern haben. Ich bin da nicht schneidig. Okay. Also du bist eher der bekannte Esser als der Süßer. Aber ist gut. Schwitze ich? Bisschen. Das wird schon so, als ob dir warm werden würde, ja? Nein, es geht schon. Aber alle Fragen habt ihr jetzt auch schon hinter euch. Ja. Wie soweit ihr das empfinden? Skala 1 bis 10? 6, 7. 6, 7? Ja. Okay, sagst du mutig. Wie ist es jetzt bei dir, nachdem du ja noch da fleißig mitgegessen hast? Das würde ich so zu meinem Schnitzel essen wahrscheinlich, ja. Um es ein bisschen abzuspeisen. Okay. Das wundert mich. Wir haben es schon auch im Vorhinein probiert und... Nein, es ist nicht unscharf. Mhm. Aber wie gesagt, bei dir bin ich mir nicht sicher, wie du dich heißt. Es bleibt bei der Show. Okay. Es bleibt dabei. Ja. Aber es ist ja auch noch nicht... Aber du hast recht, es kommt langsam an. Mhm. Es kommt langsam. Deshalb vielleicht gut, wenn wir wieder mal eine kleine Schärfepause machen. Es wird noch spannend. Es warten ja dann auch noch die Punkte, die doppelten Punkte für eure TikToks. Dazu kommen wir dann gleich. Jetzt darfst du dich aber ein bisschen zurücklehnen. Ein bisschen entspannen. Ja. Jetzt wird immer schärfer. Vielleicht doch ein bisschen zu viel, genau. Nein, es geht schon. Soll ich noch ein bisschen was nachnehmen? Ihr dürft gerne. Ganz bisschen. Aber ich muss du auch eins nehmen. Na, das geht schon. Ja, okay. Okay. Mich wundert es ja, dass ihr Wasser nehmt, denn eigentlich ist Schärfe fettlöslich, deshalb die Milch. Und eigentlich verteilt Wasser hier ich bin so dumm. Die Schärfe. Ich Nein, das geht schon. Alles gut, ich muss mein Gesicht bewahren hier. Sehr gut gemacht. Top. Ist es, wie ist es jetzt so vom klaren Denken her? Fühlt sich schon ein bisschen benebelt. Ich beginne zu schwitzen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber... Bisschen, aber alles gut. Scharf. Okay. Scharf, also ja. Die letzte Soße setze ich einig, die hat es dann ganz schön in sich. Ja, ich freue mich auf deinen Show. Genau, der kommt nämlich jetzt, also Ray, du bist ein bisschen besser, du darfst dich zurücklehnen. Und Marcel, du darfst uns deinen TikTok-Kanal vorstellen. Wir freuen uns da ein paar Einblicke in deinen Alltag, in dein Leben zu bekommen und freuen uns heute mit ein bisschen Schärfe-Intus, also viel Glück auf jeden Fall. Ise Kleidl, da vom Salzstiegl Kleidl aus Graz. Der Vinci wünscht euch was. Genau. Grüß euch, ich bin der Da Vinci. Viele kennen mich vielleicht vom Autobus, viele auch nur von Social Media. Ja, bin Buslenker, schon leidenschaftlich, seit Kind auf. Mein großer Traum ist wahr geworden, nicht nur Busfahren, sondern auch mittlerweile Social Media. Angefangen hat das Ganze eben, damit es mir 2019 nicht ganz so gut gegangen ist, wie ich vorher schon gesagt habe, war alles ein bisschen Ablenkung. Aber irgendwie taugt mir das, die Leute zu unterhalten, die Leute taugt es auch, die authentische Art. Und somit ist das nachher eben in die Bahnen gelenkt worden, dass ich im Corona, im ersten Corona-Lockdown meinen großen Livestream gehabt habe. Ja, und dann ist das Ganze immer weiter und weiter gegangen. Dann habe ich Comedies gemacht, Vlogs gemacht, habe gemerkt, dass das gut ankommt und deswegen immer weiter gemacht. Und ich muss sagen, mir taugt es extremst, einfach die Leute zu unterhalten, die Leute zum Lachen zu bringen, die Leute zu motivieren. Ja, wir sehen uns auf TikTok. Grüß euch! Gar nicht so leicht, oder? Wenn es so scharf ist. Es geht. Da hat es also ein bisschen leichter. Die Schärfe hat mir jetzt ein bisschen gedrängt dazu, dass ich schneller und schneller und schneller rede, aber es beruhigt sich langsam wieder. Okay. Ihr macht es wirklich spannend, muss ich sagen. Zum einen mit der Schärfe, aber auch mit den Punkten. Es steht nämlich 3:3, ein Ausgleich. Also wirklich spannend. Wie ist jetzt so eure Einschätzung? Denn gleich kommen wir ja noch zu euren TikTok-Videos. Glaubt ihr, die haben gut performt? Ich bin guter Dinge, dass ich gewonnen habe. Okay. Ich glaube, alles ergungen hat. Schärfemäßig, wie schauen wir da aus? Ja, da bin ich der
ja, keine Worte. Dann dürft ihr jetzt auch mal ganz kurz entspannen und wir schauen uns an, ob ihr, liebe Spice-Fans, daheim ordentlich gewotet habt. Und zwar diese beiden Videos hier. Du Schatz, ich weiß nicht, ob du schwanger bist oder einfach nur fett geworden bist, aber ich mach Schluss mit dir. So, das kann so nicht weitergehen. Ja, sag mir, bist du schwanger oder bist du fett? Was ist es von den beiden? Good morning in the morning. Ah, ich sehe schon 12. Grüß euch. Auf geht's in die Spice-Up-Show nach St. Pölten. Oh, ich bin eh schon da. Wünsch mir Glück, Da Vinci wünscht euch was. Grüß euch. Ist das dein Spruch? Ja, genau. Ja. Der Vinci wünscht euch was. Genau. Bei mir ist so, hey, der Typ mit der Glatze. Und ich so, cool. Also beide so ein Markenzeichen. Genau. Braucht man das vielleicht auch auf TikTok so als Wiedererkennungswert? Generell, überall eigentlich, überall. Und ich glaube, genau solche Dinge helfen einem dabei, dass die Leute einen einfach wiedererkennen. Bei mir ist halt vielleicht ein bisschen leichter. Vor allem die Mundpropaganda, die eben ganz wichtig ist in dem Geschäft, dass die Leute sagen, hey, kennst du den und den? Ah, das ist ja da, ich wünsch dir was, gell? Das ist halt sowas, der. Genau. Da merken sie die Leute das einfach nochmal. Ja. Spannend auf jeden Fall. Auch spannend, wie ihr beide die Videos so ganz anders umgesetzt habt. Deshalb dürft ihr jetzt einmal eure Handys herausnehmen und noch ein letztes Mal aktualisieren, wie denn da jetzt der Stand auf TikTok ist. So, Ray, du darfst dann beginnen, uns die Ergebnisse zu zeigen. Du hast das Video auf deinem Zweitkanal Call Me Ray gepostet. Genau. Ich habe 154 Likes. 154 Likes, ja, für die kurze Zeit auf jeden Fall sehr gut. Wie schaut es bei dir aus, Marcel? 154 zu? Ich habe 123. Ach so, nein, ich habe gesagt... Ich habe es aktualisiert, 221. Es hat ein bisschen gedauert mit dem Aktualisieren. Ich habe 221 Likes. Okay, 221. 123 sind sie. Schade, das war noch knapper. Aber es ist ja auch immer die Frage, wie spielt TikTok das Video aus? Wie ist es mit dem Algorithmus? Ja. Und vor allem jetzt, wie ist die Zeit? Wann haben die Leute Zeit? Genau. Das bedeutet auf jeden Fall... dass sich deine Punkte gleich verdoppeln werden. Aber vielleicht noch kurz, woher habt ihr jetzt die Inspiration so für die Videos genommen? Ich weiß nicht, ich finde es immer so lustig, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit ist und dann führt jemand eine peinliche Konversation irgendwo neben dir, dann kannst du irgendwie nicht zuhören. Und daher habe ich die Inspiration genommen, weil jeder kennt es, jeder war schon mal in der U-Bahn und hat zugehört, wie jemand sich gestritten hat am Telefon mit jemandem und man hat ganz gespannt zugehört. Und das habe ich einfach genommen und in ein Format gepackt und das nenne ich peinliche Interviews oder auf Englisch embarrassing phone calls. Und ja, dann führe ich eben peinliche Telefonate vor anderen Leuten und schaue halt, wie sie reagieren. Okay, also das ist auch der Content, den man dann bei dir am Kanal findet. Ja, unter anderem. Genau. Wie ist deine Idee entstanden? Man wird es vielleicht nicht glauben, aber ich sage, 90% meiner Videos sind wirklich random Videos, gell? Mhm. Also so jetzt euch bei dem Video, was wir gerade genau. uns also angeschaut haben. Genau, also da habe ich einfach die Kamera gehalten, hat man das im Endeffekt gedacht. Und sogar, also es ist alles random. Dazu habe ich eine Frage. Wie viele Versuche brauchst du, bis du mal so ein Video hast? Oder sagst du, hey, ich nehme einfach das erste, weil das ist das Authentische? Großteils sind es meistens die ersten Videos, weil meistens gerade die ersten Videos eigentlich die sind, die was auch wirklich am authentischsten rüberkommen, weil mein Content ist halt das Authentische. Zwischenzeitlich, es gibt Comedy-Videos, wo ich das öfter probieren muss. Oder das Schlimmste für mich, wenn ich jetzt Vlogs mache und der Voice-Over nachher mache vom Video. Ja. Die Voice-Overs sind mir immer ein bisschen ein Dorn im Auge, weil da kann es passieren, dass ich 20 Versuche brauche und da rede ich aber eine Minute durchgehend ohne Pause. Sobald ich Pause mache, fange ich wieder neu an. Du weißt aber schon, dass man Videos schneiden kann, ja? Sicher, also. Sicher. Aber das, also ich habe mir drauf gekommen, wenn ich ein Voice-Over mache und das Voice-Over schneide, man merkt, also man hört so, das ein bisschen aus, dass das geschnitten ist. Und bei mir ist das aber eben alles in einem Zug und das will ich auch in einem Zug haben. Wenn jetzt ein Video eineinhalb Minuten braucht, dann rede ich eineinhalb Minuten durchgehend. Mhm. Okay. Das ist immer so. Machst du das auch so wie unter der Decke, so damit das Audio besser ist? Ich muss es teilweise in spezielle Räume machen bei mir in der Wohnung. Ja, okay. Ich habe Raumhöhe 4 Meter in meiner Wohnung und da hallert es halt extremst. Mhm. Gell? Deswegen muss ich mir immer schauen, wo ich das nachher im Endeffekt da aufnehme. Da hat jeder so seine eigenen Tricks. Genau, so ist es. Wo er es so macht. Mhm.
Ja. Hast du da auch so einen Geheimtipp oder irgendeine geheime Strategie, die du verwendest? Naja, meine geheime Strategie kann ich hier jetzt nicht verraten, aber grundsätzlich ist der Tipp, den ich wirklich allen geben kann, ist einfach, dass Consistency is key. Also Videos oft besser, mehr Videos als weniger. Und dann relativ schnell kristallisiert sich heraus, okay, welche Videos performen tendenziell besser als andere. Und an denen würde ich festhalten und auf denen würde ich aufbauen. Ja, super. Vielen Dank für die TikTok-Expertise. Ich habe schon gemerkt, ihr zwei werdet euch danach wahrscheinlich auch noch austauschen. Aber wir schauen uns jetzt einmal den Gesamtpunktestand an. Und der sieht folgendermaßen aus. Deine Punkte haben sich noch einmal verdoppelt, Ray. Und somit steht es jetzt letztendlich 6-3 für dich. Ihr habt es wirklich spannend gemacht. Also bei den Quizfragen, ja, da wart ihr noch ausgeglichen. Und jetzt das TikTok hat das für dich noch einmal rausgehaut. Also herzlichen Glückwunsch. Du hast Spice Up, die verflucht scharfe Quizshow gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. War echt cool, dass ich hier sein durfte. Und die Soße nehme ich mir aber dann wieder mit nach Hause, ja? Die packe ich dann ein. Es gibt auch ein kleines Geschenk für dich. Okay. Einen Präsentkorb mit lauter guten, scharfen Soßen. Oh, cool, danke. Damit du zu Hause ja, gleich weiter probieren kannst. Schon, waren das die von heute? Ja, das waren auch die von heute. Also hier, Devil's Choice lese ich schon. Das sind die von heute dabei von Fireland Foods, netterweise. Schon gut aus, danke. Was wirst du damit kochen? Wie wirst du die verwenden? Weiß nicht, wahrscheinlich werde ich hier meine Nachos damit essen oder einfach zu allem möglich. Ich esse scharfe Sachen wirklich zu allem. Also auch, wo es gar nicht dazu passt, wie Cornflakes oder so. Echt? Nein, das war ein Scherz. Schade. Ich mag wirklich scharfes Essen. Deswegen ist das ein wirklich cooles Geschenk. Danke. Also hat es sich für dich gelohnt, hier mitzumachen, oder? Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, Auf oder? Auf jeden Fall. Coole Erfahrung. War super. Und einen ganz coolen Typen kennengelernt, Dagmar. Ja, freut mich sehr, dass ihr beide da wart. Für dich haben wir noch einen kleinen Trostpreis. Dankeschön. Ich hoffe nicht zu scharf, gell? Probier's aus, dann gibst du uns Bescheid. Hat dir hoffentlich auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Gell? Sehr cooles gut. Thema, war wirklich super. Ja, das freut uns auf jeden Fall sehr. Auch an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Ich glaube, dir reicht es heute mal mit Schärfe, gell? Auch an euch auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Spice Up, der verflucht scharfen Quizshow. Das war es leider auch schon wieder. Vielleicht jetzt nach der Show trauen sich die zwei hier ja doch noch einmal zum Milk Corner, wenn es jetzt nicht mehr auf der Kamera oben ist, weil man merkt, ein bisschen heiß ist ihnen, glaube ich, noch. Schaut auf jeden Fall gerne noch auf TikTok bei den beiden vorbei, bei Ray unter RayTV und bei Marcel unter DaVinci. DaVinci wünscht euch was. Schöne Schlussworte und somit tschüss. Grüß euch.